Einen schönen guten Morgen aus Madeira und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Guten Morgen auch von mir. Es ist jetzt gerade mal 9.38 Uhr oder es ist schon 9.38 Uhr. Und falls ihr unsere Europa-Videos kennt, wisst ihr, dass wir immer sehr früh aufstehen, meistens immer schon, wenn es dunkel ist, und erkunden die Orte zum Sonnenaufgang, weil dann hat man das beste Licht. Das ist die Golden Hour, dann sieht es am schönsten aus, aber hier ist das leider ein bisschen schwierig. Es ist immer bewölkt und es regnet meistens und es ist sehr windig. Und dann ist der Sonnenaufgang irgendwie nicht vorhanden, also dann wechselt es einfach nur von dunkel in hell. Und naja, deswegen schlafen wir aktuell so ein kleines bisschen länger. Ja, aber es ist auch nicht so schlimm. Wir wollen auf jeden Fall, oder wir werden bestimmt die nächsten Tage auch ein bisschen Glück haben mit dem Wetter und dann können schönen wir... Sonnenaufgang erleben. Genau. Und wir werden jetzt gleich im Pool springen, der ist nämlich beheizt, das haben wir ja schon im letzten Video gesagt. Und dann werden wir in den Tag starten und weiterhin die Insel ein bisschen erkunden. Unser Frühstück ist fertig. Wie ihr gesehen habt, wird es Haferbrei geben mit Banane und zusätzlich dazu noch Honigmelonen. Und das werden wir jetzt erstmal essen und danach geht's in den Pool. Könnt ihr das sehen? Die Sonne kommt raus. Endlich. Aber ich, Trottel, habe einfach meine Badehose zu Hause in Deutschland vergessen. Deswegen gehe ich hier immer mit dem Boxershort schwimmen. Als allererstes wollen wir heute zum Feenwald fahren. Dort waren wir ja schon gestern. Und dann wollen wir hier entlang der Küste langfahren und ja, mal gucken, was der Tag noch so bringt. Alter Schwede, wir sind hier gerade auf dem Weg zu dem Feenwald. Und eben mussten wir einfach eine Straße hochfahren mit 32%iger Steigung. Das hat uns stark an die eine Straße in San Francisco erinnert. Das war nicht so geil. Wahnsinnig steil, ey, unglaublich. Kannst du bitte weggehen? Dankeschön. Wir sind jetzt beim Feenwald angekommen und wie man sieht, es ist leicht neblig und es sieht unglaublich mystisch und richtig geil aus. Ja, wir werden jetzt ein paar Fotos machen, hier ein bisschen rumlaufen und zeige euch jetzt mal ein paar Aufnahmen. Weil Jan auf Toilette muss und das ist ziemlich cool. Fast überall auf Madeira gibt es öffentliche Toiletten. Wir sind jetzt beim nächsten Ort angekommen. Das ist Seixal, hier hinter uns der Ort. Es sieht unglaublich schön aus hier. Das ist ein kleiner Ort. Hier leben so ungefähr 600, 700 Leute. Ist total ruhig hier. Also gefällt uns wahnsinnig gut. Und guckt euch mal hier die Landschaft mit den Bergen an. Da hinten ist noch ein Wasserfall. Einfach ein Traum. Und da vorne ist noch ein dunkler Sandstrand. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Da wollen wir eigentlich Bilder machen, aber wir haben leider unsere Badesachen vergessen. Wir haben gar nicht dran gedacht. Egal, wir fahren wahrscheinlich hier morgen oder so nochmal hin. Aber werden uns jetzt hier noch so ein bisschen den Ort angucken und auch die Drohne steigen lassen. Also viel Spaß mit den Aufnahmen. Gerade mal wieder spontan angehalten auf der Straße und das hinter uns, das sieht einfach richtig cool aus, die Kulisse. Und hier ist einfach ein richtig großer Wasserfall. Sieht sehr, sehr schön aus. Also wie gesagt, es lohnt sich immer wieder hier am Straßenrand anzuhalten.
Für uns geht es jetzt weiter wieder ins Landesinnere. Und zwar wollen wir hier wandern gehen, weil es dort ein paar schöne Wasserfälle gibt. Und ja, dort fahren wir jetzt 40 Minuten erstmal hin. Ja, der Weg ist leider gesperrt. Wir können hier leider nicht weiterfahren. Deswegen müssen wir jetzt umdrehen und woanders weiterfahren. Aber dafür haben wir jetzt hier angehalten und haben eine heftige Aussicht. Das sieht richtig gut aus. Wir mussten jetzt den übelsten Umweg fahren. Wir waren gerade eben hier und sind dann nicht weitergekommen. Sind dann hier runtergefahren und waren jetzt hier den ganzen Weg geradeaus hoch und fahren hier seit 6 Kilometern ungefähr die ganze Zeit nur im ersten Gang hoch. Und so sieht die Strecke ungefähr aus. Also hier ist es nicht so steil wie gerade eben, aber ja, sehr, sehr, sehr viele Äste auf dem Weg. Teilweise halt nur eine Fahrtrichtung frei. Also ist schon nicht ohne. Wie man sehen kann, sieht man so gut wie gar nichts. Und deswegen haben wir uns jetzt dazu entschieden, dass wir hier nicht wandern gehen, weil zu diesem Wasserfall, den wir halt gerne sehen möchten, muss man jetzt 1,5 Stunden wandern und das gleiche muss man dann auch wieder zurückgehen. Also 3 Stunden bräuchte man dafür. Das wussten wir natürlich auch vorher, aber wir wussten natürlich nicht, dass das Wetter so schlecht ist. Und deswegen fahren wir jetzt erstmal was essen und dann fahren wir vielleicht mal oder die nächsten Tage hier hin oder so. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg zum gleichen Restaurant, wo wir die letzten Tage waren, weil einfach nichts in der Nähe ist, was sonst vegane Optionen hat. Das wird sich natürlich ändern, wenn wir dann in Funchal sind, wenn wir unsere Unterkunft wechseln. Aber wir haben unfassbar doll Hunger. Wir haben bisher nur gefrühstückt. Deswegen gibt es jetzt erstmal was zu essen. Wir haben uns wieder Focaccia bestellt und kriegen gleich noch Kartoffeln dazu und ein bisschen Gemüse. So, wir sind jetzt einkaufen und werden uns ein paar Bananen mitnehmen. Die Sache ist, die werden hier alle so beleuchtet, dass sie reif aussehen, also dass sie gelb aussehen, aber tatsächlich sind die meistens gar nicht so reif. Ich nehme einfach die mal mit. Ein paar Kiwis dürfen auch nicht fehlen. Die sieht gut aus. Ich nehme bestimmt so 18 oder so mit, oder? Wir haben hier sogar auch Alpro-Joghurt, aber der kostet einfach 3 Euro. Also fast das Dreifache wie in Deutschland. Wir werden Fische und Muscheln verkauft und es stinkt so abartig. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wir haben sowas noch nie gegessen, auch als wir nicht vegan waren. Es riecht so unglaublich eklig. Das ist unsere Ausbeute. Wir haben noch Pringles mitgenommen, Oreo-Kekse und veganes Magnum-Eis. Man gönnt sich ja sonst nichts und halt sonst Obst und sowas. Die Auswahl ist jetzt hier nicht so prickelnd. Wir gönnen uns jetzt erstmal das Eis und falls ihr es noch nie probiert habt, dann müsst ihr das mal unbedingt tun. Es schmeckt unglaublich lecker. Soweit ich mich erinnern kann, schmeckt es genauso gut, wenn nicht sogar besser als das Originale. Aber dazu könnt ihr ja mal eure Erfahrungen gerne unten in die Kommentare schreiben. Das Einzige, was ich blöd finde und total komisch finde, ist, dass in der Packung drei Eis drin sind. Also warum drei? Warum nicht 4? Das ist aber immer so eine Zahl. Ja, aber immer ich weiß, aber finde ich halt verunruhigend. Damit man sich eine zweite Packung holt und dann 6 hat, wenn man sich die zu zweit teilen will. Nein, wir fahren jetzt erstmal weiter. Schlüssel vergessen. Ui, wo bist du? Da. Wir sind jetzt mittlerweile zu Hause, wie man vielleicht sieht. Wir haben auch gerade geduscht und ich schneide gerade das Video und Marie bearbeitet gerade Fotos. Ja, uns haben gerade ganz viele Nachrichten bei Instagram erreicht, dass Simon Unger in seinem Stream auf unser Video reagiert hat, unser Madeira-Video. Da freuen wir uns natürlich voll. Ja, mega, richtig geil. Wir haben ganz, ganz viele liebe Nachrichten daraufhin bekommen und tolle Kommentare und so. Also danke an alle, die jetzt neu bei uns sind und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Und das war's jetzt für heute, würde ich sagen. Wir werden jetzt gleich schlafen gehen, wieder Elite gucken, eine Folge. Und morgen wollen wir wandern gehen. Ja, und vielleicht sogar auch mit Simon und mit Evanjo und mit den ganzen Leuten zusammen. Das wäre ganz cool. Die haben uns vorhin auch bei Instagram geschrieben. Mal gucken, was wir morgen machen. Wir wissen es selbst noch nicht. Und ihr könnt euch auf ein schönes Video morgen freuen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.